viele raumfahrende Nationen wie die USA oder eben auch Europa haben in den letzten Jahren Ziele erreicht, die noch vor ungefähr 10 oder 20 Jahren für nicht möglich gehalten wurden. So wurde zum Beispiel eine neue Sonde zum Jupiter geschickt, Juno. Es wurde eine Sonde gar über den Pluto hinausgeschickt, das wurde auch kaum für möglich gehalten. Jetzt ist es China, die für Aufsehen sorgen, und zwar wollen chinesische Wissenschaftler mit einer Sonde auf die sogenannte dunkle Seite des Mondes, also auf jene Seite des Mondes, die kontinuierlich von der Erde abgekehrt ist. Bereits 2018 soll die Sonde Chang'e 4 eben auf den Mond geschossen werden. Das wäre, wie gesagt, das allererste Mal, weil bisher nur Rundflüge um den Mond geschehen sind, aber noch keine Sonde oder noch kein Rover tatsächlich auf der Rückseite des Mondes gelandet ist und man einfach nicht weiß, wie dort die Beschaffenheit der Oberfläche ist, da diese Seite kontinuierlich von der Erde abgekehrt ist. Was jedoch der Fall ist, ist, dass diese Seite natürlich auch von der Sonne beschienen wird. Aber sie ist dunkel für uns, weil sie uns ständig abgekehrt ist und weil wir sie nie sehen können. So sagte Liu Qizhong, einer der führenden Experten und Chefs des Mondlandeprogramms in China, dass der Lander von Chang'e 4 eben ganz weich landen soll und auf dem Mond dann sogenannte Patrouillen Fahrten durchführen soll. Das heißt, es soll eben ein Rover sein, der dann auf dem Mond, auf der Mondoberfläche herumfährt. Chang'e 4 ist die Nachfolgemission von Chang'e 3, welche bereits 2013 das erste Mondfahrzeug seit über 40 Jahren war, das auf dem Mond gelandet ist. Chang'e 5 hingegen, was mittlerweile auch entwickelt wird, soll auf dem Mond landen und dann später sogar zur Erde zurückkehren. Wann diese Sonde allerdings überhaupt fliegen wird, das ist noch nicht bekannt. Chang'e 4 ist dann sehr ähnlich zu Chang'e 3. Wahrscheinlich wird dann auch der fünfte Teil, also die fünfte Sonde, sehr ähnlich zu seinen Vorgängern sein, da China ja mit diesen bereits Erfolg hatte. Mehrfach betonen die Chinesen, dass eben die dunkle Seite des Mondes noch nicht erkundet wurde und so eben viel Neues entdeckt werden könne. Noch eine kurze Anmerkung zu der Bezeichnung dunkle Seite des Mondes. Es ist ja nicht so, dass diese Seite dunkel im Sinne von nicht von der Sonne beschienen ist, sondern es ist so, dass diese Seite eben unbekannt ist. Also es ist eine historisch verwachsene Bezeichnung, weil Menschen dazu tendieren, Dinge zu simplifizieren, und entsprechend hat man die Seite des Mondes, die wir nicht sehen können und die von unserer Perspektive aus nicht leuchtet, als dunkel bezeichnet. Das bedeutet nicht, wie gesagt, dass sie dunkel ist, weil sie natürlich auch von der Sonne beschienen ist, ja. Das heißt nur, dass diese Seite für uns nicht sehbar ist.